Ich war ja dabei, wo er das konstruiert hat. Und dann hat er mich immer wieder gefragt, ob es mir gefällt oder soll er noch ein bisschen etwas dazu tun. Und dann hat er das, ist von einem verbrannten Bauernhaus, hat er das so Abfall mitgebracht. Und das ist so ein Stück aus einem verbrannten Landwirtschaft. Und das ist ein Rebe. Stück von Wieberg, was er da auf Bergewies bei sich hat. Und dann hat er alles so Abfälle. Es ist auch eine Art Recyclingarbeit, was er gemacht hat. Und ich habe ja viel Kontakt mit John Tankley gehabt. Ich habe ja viel Kataloge für ihn gemacht. Und das ist eine Art Duschsache, wo ich einen Katalog für ihn gemacht habe. Und dann hat er mir das geschenkt. Und du weißt, ich war ja mal mit den Spielhauskindern, das waren 30 Kinder, da war ich bei ihm im Atelier oder in der Fabrik, kann man sagen, und wo die großen Maschinen gestanden sind. Und dann hat er so ein Kind gefragt, wie findest du meine Maschine? Und dann hat das Mädchen gesagt, schmutzig. Und dann hat er angefangen, so Putzlappen zu geben, und wir haben die Maschine angefangen zu putzen. Es hat sonst sehr viel Erinnerungen mit Jean Tinkler. Ich bin ja meistens am Sonntagmorgen bei ihm gewesen, mit Croissant. Und dann haben wir nie über Kunst geredet, aber immer über Autos. Und wenn ich dann weggegangen bin, hat er mich oft Zeichnungen. Und das letzte Mal, wo ich bei ihm war, und ich ging weg, das schenkte mir eine Zeichnung, die auch hier im Museum hängt. Und darauf schrieb er für Ted in Erinnerung an einem Sonntagmorgen im Mai. Und da sage ich, ja, es ist doch gar nicht Mai, es ist ja August. Und dann sagte er zu mir, ach was, alle Monate sind gut. Und am Nachmittag hat er Hirnblutung bekommen und 2 Tage später ist er gestorben. So, das sind alles ganz starke Erinnerungen, die ich hatte. Ich bin sicher über 30, 40 Jahre mit ihm befreundet gewesen. Ich habe Kataloge gemacht für das Tinkley Museum in Basel. Dann alles gemacht, Workshops, was ich immer mit den Tinkley Kindern gemacht habe. Und das geht immer noch, das bewegt sich auch. Ich weiß nicht, ob es aus der Treppe herausläuft nachher. Das kann ja gut sein, aber es hat doch viel Beziehung zu mir. Es kommt doch direkt zu mir. Er hat gar nicht so viel von in der Größe Sachen gemacht. Die sind ja immer so gigantisch mit viel und das ist eigentlich eine ganz einfache Situation, wo alles drin ist und rum ist und was sich bewegt, was ihm Tinkley interessiert hat. Bewegung und Material. Anwendung auf eine Art, die sehr speziell ist. Und das ist ein fantastisches Beispiel, was er mich da geliefert hat. Und das ist sicher jetzt, das kann ich gar nicht nachdenken, aber das ist sicher, oder Rainer, weißt du, da 30, 40 Jahre alt, gell? Als Tinkley die Skulptur gemacht hat, habt ihr darüber gesprochen, was er machen wird? Nein, er hat eigentlich selber auch nicht gewusst, was er macht. Er ist dann zusammen gewesen mit seinem Mitarbeiter, das ist Seppi gewesen. Und Seppi hat da viel gemacht und Jean hat dann immer gesagt, nein, das nicht, das aber. Und so ist das entstanden. Das ist ja das Schöne von der Kreativität, von der Fantasie, die nicht gebunden ist, nicht von dem Heft rausgeht und auch nicht von Skizzen oder was auch immer, sondern von der eigenen Empfindung und dem Moment, wo man ist, dass etwas entsteht. Und so tue ich eigentlich auch immer das Zeichnen und Malen selber. Ich tue das eigentlich nicht so stark vorbereiten, sondern wenn das weiße Papier da ist und der Stift, dann kann man die Welten entdecken. Pass auf, gell? Das ist bei ihm ja sehr stark, die ganz großen Arbeiten, die er gemacht hat, die im Tinkley Museum in Basel sind, die bewegen sich auch ganz gewaltig, aber die machen auch immer wieder einen eigenen
Musik, kann man fast nennen. Ja. Gell? Das ist so, wo er sehr stark war in dem Ganzen. Und ja, das ist schon eine wunderbare Sache, was er mir da so geschenkt hat und so weiter. Und ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht, gell? Nachahmen kann man es gar nicht. Ja, Rainer, was du noch möchtest. Mich würde interessieren, weißt du, wie lange Tanguy jetzt an dieser Schaukelskulptur gearbeitet hat? Weißt du, wie lange er dafür gebraucht hat, um sie zu machen? War das sehr spielerisch gewesen? Oder? Er hat das so angefangen am frühen Nachmittag, so über Mittag. Und ich bin dort gewesen, das ist in Verrerie. Verrerie, das ist nicht Nerü, aber Verrerie ist so seine Fabrik gewesen. Und das ist, ja, vielleicht, ich weiß es jetzt wirklich nicht exakt, aber das ist vielleicht bis um 60 gegangen oder so, 70. Und dann habe ich es noch nicht mitgenommen. Ich bin, glaube ich, einen Tag später dann mit einem größeren Auto gekommen. Und dann habe ich das können mitnehmen. Das war natürlich ganz super. Und dann ist er auch noch nach Valama und hat das gefunden, wo man das dann anstellt. Und das ist ja eigentlich immer gestanden vor der großen Grafik von Baselitz. Richtig, du kennst richtig. Das ja. Das war völlig eingekesselt gewesen, so von afrikanischen oder asiatischen Skulpturen. Das heißt, es konnte sich ja gar nicht bewegen. Aber hat Tanguy, als er die Skulptur gemacht hat, irgendwas erzählt dazu? Was hat er dir das erzählt dabei, als er es gemacht hat? Hat er Geschichten erzählt dabei? Nein, er hat eigentlich so ein bisschen brummelt mit dem Seppi und so. Ja. Und sie sind natürlich sehr eng, schon sehr zusammen gewesen. Die Seppi hat eigentlich alles so konstruiert und mit Feuer und Flammen geschaffen und so. Und er ist immer so drum herum gesprungen. Ich habe ja noch Fotos, ich weiß noch nicht natürlich, wo die wieder sind. Weißt du, die hast du gesehen vielleicht, ne? Es gibt Fotos, wo sie schaffen dran. Und ich muss mal schauen, wo die versteckt sind. Aber es ist dann eigentlich auch wenig geredet worden. Das ist einfach, die haben sich sehr gut verstanden und die sind endlos zusammen gewesen. Und weil das ist doch ein bisschen geschweißt worden natürlich und so und daran gebastelt worden. Und ja, Geschichte, Kunstgeschichten. Soll ich mal ein Buch machen? Was ich unheimlich schön fand, das war wirklich gerade wie eine Begegnung gewesen von der Skulptur und dir. Dadurch, dass sie sich ja auf der Blinde bewegt und auf dich zugekommen ist, kam es immer mehr und mehr, als du erzählt hast, dass sie wirklich so wie dich berühren wollte. Ja, mich hat es jetzt gerade so erinnert an einen Hund, den ich hatte, einen großen Kuwasch, ungarischer Hirtenhund, riesig, groß, weiss. Und der ist auch immer so zu mir gekommen. Das hat mich jetzt vorher stark daran erinnert, dass das was wie ein Hund ist, der mich erkannt hat und mich da begrüßt hat. Ja, es ist ganz schön gewesen. Hast du das können fotografieren? Ist das auf dem ja, super, da hätte ich gerne natürlich mal so ein Foto davon. Klaffen größer. Weil es war wirklich so, als dann hier vorne hingekommen ja, ist, ja, ja, ja. Du so anfängst zu streicheln. Streicheln, ja. Es ist ganz schön. Das habe ich natürlich noch nie so gehabt, weil im Valamar, weißt du, da ist alles so voll gestanden mit Zeug. Und da hätten wir es gar nicht können laufen, dann wäre alles so zusammengebrochen und so. Und das ist ja auch so neben dem Tapies gestanden oder so. Ich weiß auch nicht. Der Tapies war im anderen Raum gewesen. Ja. Ah ja, das war im anderen Raum, ja, richtig. Der Gruß, da links ist was? Ja, das ist die Skulptur von Wünne. Das ist auch noch etwas, gell? Mal ausstellen, Jesus Gott. Das mit wahnsinnigen Kranen ist das eher schwer. Aber das ist auch ganz schön. Und Luckybühl ist natürlich dort auch. Ja, das ist richtig. Luckybühl ist da. Aber Luckybühl ist natürlich einfach, passiert nichts, ist einfach da. Mhm. Das ist ein großer Unterschied mit Sachen, die Jean gemacht hat. Dass immer irgendwie eine Bewegung oder in eine Farbe oder in eine Fantasie-Situation kommt.
Und die anderen Sachen sind eigentlich gar nicht in Fantasie gekommen. Das Lucky Bull ist Lucky Bull. Das ist fertig. Ja. Und der Finne ist Finne und so weiter. Da passiert gar nichts. Gell? Ja, das ist eine Bewegung, die eigentlich durch die Augen passiert, aber das stimmt. Bei Tong Li ist ja das wirklich Faszinierende an seinen Skulpturen, dass sie eben diese Geräuschkulisse haben, dass sie die Bewegung haben und dass man tatsächlich in Dialog mit ihnen kommt. Das ist, auch ganz schön, wie er da in Paris in dem Brune Pompidou mit Wasser, das Wasser spielt eine Rolle mit, gell, und so weiter. Das hätte er sofort im Spürika ganz stark. Er hat ja auch in Basel so etwas gemacht. Und es ist schön. Es wäre noch schöner, wenn ich zwei hätte. Warum zwei? Weiß auch nicht. Weißt du, die würden dann miteinander sprechen? Ja. Miteinander tanzen vielleicht? So. Das heißt, imitieren. So. Machala. Eine Sache ist als Frage aufgetaucht. Es war ein Spezialist dort hier im Museum gewesen, hat sich die Skulptur angeschaut und wir waren eben ganz unsicher, war sie lange nicht bewegt wurde, kann sie, funktioniert der Motor noch und alles andere. Und er meinte dann zu uns, dass die Plinthe, also darauf, wo die Skulptur steht, sehr ungewöhnlich sei für Ja. Hat er sie nachträglich gemacht? Oder das hat er nachträglich gemacht. Weil es stand am Boden bei mir im Valamant und ist ein bisschen verloren gegangen, so unten, wegen dem Laufen auch und so weiter. Und dann hat er gesagt, ich mach mal etwas. Und dann hat er das einfach bastelt. Und das ist gekommen. Und das ist natürlich perfekt. Jetzt ist es höher und es ist ganz für sich. Und das ist selten. Er hat das eigentlich selten gemacht, so etwas.